Yo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video auf Easy Money. Ihr könnt schon sehen, wir sind hier beim Kickoff Return und heute geht es tatsächlich gegen mein eigentlich echtes Lieblingsteam, die Washington Commanders. Deswegen spannendes Spiel, sehr viel Emotionen drin. Wenn die gewinnen sollten, dann wird mir das aber gar nicht mal so doll wehtun, weil immerhin sind es ja die Commanders. So, wisst ihr, was ich meine? Schönes Play hier direkt mal auf, ich glaube, es war Jonnu Smith. Und dann aber direkt der saftige Sack. Arschgeile Nummer. Chase Young übrigens, glaube ich, war da gerade, hat noch gespielt und hatte aber jetzt einen Injury-Timeout. Leute, wie geht's euch? Wie geht's euch? Der Wurf hier gerade war überhaupt nicht gut. Ich glaube, das letzte Mal, dass ein Video gedroppt ist, ist 13 Tage her, Alter. Also fast 2 Wochen. Was zum Teufel geht hier ab, Leute? Ich kann es euch nicht genau sagen. Irgendwie ist einfach, weiß ich nicht, viel los. Dann war ich auch krank zwischendurch und dann gab es irgendwie auch einen Forced Win bei irgendeinem Game oder irgendwie eine Simulation oder was weiß ich, weil irgendwie ein Termin nicht zustande kam. Dann hat sich das auch wieder verschoben. Aber naja, Hauptsache jetzt sind wir da. Warum zum Teufel ist das ein Catch? Das ist ein bisschen frech. Und Dak Prescott auf Quarterback bei den Commanders? Ich glaub's wohl nicht, ey. Bijan Robinson macht minus 2 Yards. Dak Prescott wirft incomplete. Wer ist denn da auf Tight End? Ist das Hockenson oder sowas? Keine Ahnung. Terry McLaurin mit einem guten Play. Bijan Robinson kommt wieder. Antonio Gibson haben wir noch gar nicht gesehen. Alter, der truckt mich komplett über den Haufen und rennt hier bis zur 1-Yard-Linie oder 2-Yard-Linie? 1-Yard-Linie. Damn, Junge. Play Action. Und der ist wide open. Was? Warum will Alexa... Alexa! Stopp! Was zum Teufel? Wie kommt die da drauf? Was für Bayern Schlagerradio, Digga? Was? Alter Junge, okay. 3. und 12. Kyle Pitts droppt den Ball leider. Schade, Schokolade. 4. und 12. Wir müssen den Ball punten. Also unsere ersten beiden Drives liefen nicht gut. Übrigens, Leute, wie viel Bock habt ihr denn eigentlich bitte auf, Dings? Playoffs, Alter. Ich hab Todesbock. Ich freue mich mies doll. Jetzt wird's wirklich die spannende Runde. Und was sagt ihr zur Handball-EM? Guckt ihr das? Guckt ihr das nicht? Wow, mein Handy geht richtig ab. Guckt ihr das oder guckt ihr das nicht? Ich finde ja allgemein, um ehrlich zu sein, jede Sportart zu gucken irgendwie geil. Gibt's Ausnahmen? Warte mal. Welche Sportart macht keinen Bock zu gucken? Boah, wildes Tackle hier. Welche Sportart macht keinen Bock zu gucken? Müsste ich echt lange überlegen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach, ich liebe halt Sport allgemein, so deswegen gucke ich eigentlich fast jede Sportart sehr, sehr gerne. Mir fällt gerade auch spontan nichts ein, was ich nicht gerne gucke. Selbst sowas wie Dart, irgendwie geil, Digga. Weil was müssen die für eine krasse Konzentration haben, da diese Würfe so perfekt anzubringen. Das ist noch kein Touchdown. Glück gehabt, okay. Aber Commanders sehen das jetzt richtig, richtig gut aus. Da hätte man auch den Sack holen können, Digga. Das war ein bisschen unnötig, aber okay. Dritter Drive jetzt von uns. Wir brauchen mal langsam Punkte. 14-0 sieht gar nicht gut aus. Es ist alles gut abgecovert. Wir rennen mit Desmond, werfen noch den Ball. Und das ist PI, hoffe ich. Ist es PI? Yes. Let's go. Let go. Aber ja, wenn euch eine Sportart einfällt, die ihr nicht gerne guckt. Ja gut, ich meine... Jeder Mensch mag was anderes gerne oder nicht gerne. Alter, was ein Hit, Digga. Dementsprechend, vielleicht sagt ihr auch, ja, Handball gucken richtig scheiße oder was weiß ich, Basketball, Eishockey, whatever. Aber ich rede selbst von sowas wie Leichtathletik, von Skispringen. Wie heißt denn das nochmal? Oh, schönes Play auf Bijan Robinson und das ist ein Touchdown. Hey, wie heißt denn, heißt das einfach... Digga, ich bin gerade richtig lost. Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Bijan Robinson mit einem Lauf. Lass mich mal ganz kurz googeln. Da, wo die von dieser Riesenrampe runterfahren auf Skiern und dann springen. Heißt das nicht einfach nur Skispringen? Ja, Skispringen. Okay, keine Ahnung. Irgendwie dachte ich kurz, da wäre noch was anderes. Aber ja, ich liebe auf jeden Fall alle Sportarten. Und wenn wir gerade schon von Sport reden, Leute... Können wir auch mal ganz kurz darüber reden, dass Gym bei mir aktuell wirklich sehr, 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 sehr gut läuft. Ich gehe aktuell 5-mal die Woche ins Gym, habe einen schönen 5er-Split-Trainingsplan, werde jetzt aber tatsächlich, weil meine Brust leider, ich glaube genetisch bedingt, einfach ein bisschen hinterherhängt, werde ich die auch noch an einem zweiten Tag trainieren. Also mein 5er-Split sieht... Boah, ey, Bijan Robinson nimmt hier uns auch gut auseinander.
Es riecht schon wieder nach Touchdown und das ist auch ein Touchdown. Ach, der hat Kittle sogar. Das ist nicht mal Hockenson oder so, sondern einfach George Kittle, Digga. Was für ein Team, Junge. Dak Prescott auf QB und George Kittle auf Tight End ist schon crazy. Malik Nabers leider mit einem Block in the back. Oh, schönes Play auf Kyle Pitts. Rennt er durch für einen Touchdown. Oh, Spin-Move. Okay, nice. Two-Minute-Warning ist am Start gewesen. Bijan Robinson mit einem Juke. Und der geht für 5 Yards. Okay, nehmen wir doch mit. 1,49 noch. 2. und 5. Screen-Pass auf Robinson. Und der geht für Minus-Yards. 3. und 9. Oh mein Gott, den hat er! Und rennt durch für den Touchdown. Wow, Alter. Vielleicht müssen wir einfach mal öfter Kyle Pitts anspielen. Was war das denn für ein wildes Play, bitte? Aber ja, auf jeden Fall wollte ich kurz zu meinem Fünfer-Split kommen. Das ist aktuell ungefähr so. Also, ich sag nur so die Hauptsachen, die im Workout immer probieren. Ne? Ich gehe ein bisschen nach Gefühl. Also, wenn ich zum Beispiel spüre an irgendeinem Tag, nicer Sack, dass ich jetzt noch, weiß ich nicht, seitliche Schultern noch ein bisschen mit reinwerfen will oder Waden oder was auch immer, dann mache ich das halt, ne? Also ich gehe da nicht so ganz strikt. Aber das Grund, die Grundstruktur. Oh, der wird gepickt, Digga, kurz vor der Halbzeit. Interessant. 24 Sekunden, wir liegen nur noch mit einem Touchdown hinten. Der Ritter rennt. R1 ist wide open, aber leider verwirft er den Ball. Schade. 2. und 10 und wir werden fast gesackt. Wieder ein Ball verworfen. Schade, Schokolade. 3. und 10. Oh mein Gott, der ist wide open. Der ist durch. Der ist einfach durch, Digga. Drake London durch. Und wir machen hier einfach noch vor der Halbzeit mit 24 Sekunden, die wir nur hatten, noch den Ausgleich. 8 Sekunden noch vor der Hälfte. Und der kommt nochmal an auf Dotson. Auch ein Superstar mittlerweile anscheinend. Also wirklich sehr, sehr krasse Offense hier. Aber ja, also Halbzeit 21-21. Wer hätte es gedacht nach diesem Mount-Start, Digga? Also sehr, sehr geiles Game. Ich trainiere montags hauptsächlich Brust und hintere Schulter. Das ist montags der Plan. Dienstags haben wir hintere Beine, also Hamstrings, Ass so mäßig. Und Nacken. Heavy Nacken heben. Mittwoch haben wir. Boah, starkes Play wieder von George Kittle. Also der ist echt ein Game Changer, Digga. Mittwoch haben wir Rücken. Und vielleicht noch ein bisschen Schultern auch, je nachdem. Donnerstag haben wir Vorderseite Beine. Also Quads, ne? Dings. Wie heißt es auf Deutsch? Oberschenkel, Vorderseite quasi. Digga, der nächste Pick. Let's freaking go, Alter. Let's go. Also Vorderseite, Beine plus Nacken, seitliche Schulter so mäßig. Und Freitag haben wir dann nochmal Arme und nochmal ein bisschen Brust. Also Brust, wie gesagt, probiere ich jetzt zweimal die Woche zu hitten, weil die muss echt ein bisschen aufholen. Und ich hoffe, dass das helfen wird, die zweimal die Woche dann zu trainieren. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, aber wenn nicht, tut das gerne. Man kann da ab und zu mal in meinen Stories die Progress-Bilder sehen und jeder, der nicht blind ist, sieht, dass ich auf jeden Fall Fortschritte mache und das ist geil. Ich bin lange noch nicht ansatzweise da, wo ich gerne wäre, aber wir kriegen langsam aber sicher eine Grundstruktur beim Körper rein, mit der man arbeiten kann. Versteht ihr, was ich meine? Also man ist weder skinny, noch ist man fett, noch ist man skinny fett, noch ist man Standard, sondern man ist jetzt schon, ja, ein bisschen sportlich halt so. Also ich war schon immer sportlich, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nächster Pick hier übrigens, Digga. Ich weiß aber nicht, mit der Flagge. Okay, scheißegal anscheinend, wir haben den Ball, Alter. 3. Interception, glaube ich, jetzt schon. Bijan Robinson mit einem nasty Juke, Alter. Krasser Lauf, fast 10 Yards. Tyler, glaube ich, heißt er nicht Taylor, oder? Tyler Allgeier. 3. und Inches. Er blitzt fett und Kyle Pitts ist frei. Kriegt den Ball für einen First Down. Sehr schön. Oh mein Gott, das hätte auch ein Pick werden können. Aber stattdessen ist es der nächste Passing Touchdown auf Bijan Robinson. Leute, wir haben das Spiel gedreht, führen mit 10 Punkten kurz vor Ende des dritten Viertels. Wie geil ist das denn bitte? Commanders sind mies stark reingestartet, aber haben auch sehr stark nachgelassen mit den ganzen Picks. Von daher schauen wir mal, was wird. Jetzt läuft er gerade viel zu gut.
Aber ja, ich bin auch am Überlegen, wieder ein paar Gym-Vlogs rauszuballern. Die sind beim letzten Mal so medium angekommen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich da noch nicht die Fortschritte hatte, die ich jetzt habe. Also, ich glaube, es ist logisch, dass man Gym-Vlogs eher von jemandem guckt, der einen besseren Körper hat. Digga, was ist denn das für ein Play? Da bin ich ausgerastet, Leute, kann ich euch sagen. Da bin ich ausgerastet. Aber ja, was ich sagen wollte, ist es ja nur logisch, dass man Gym-Vlogs und Workouts und so weiter eher von jemandem guckt, oh, okay, der einen besseren Körper hat, ne? Oh mein Gott, Bijan Robinson rennt leider nicht ganz durch, aber sehr geiles Play. Also von daher schauen wir mal, ob ich nochmal Gym-Vlogs bringen werde, vielleicht auch auf einem anderen YouTube-Kanal oder so, ich weiß es noch nicht genau, ich werde es euch wissen lassen, Leute. Ich werde es euch wissen lassen. So viele von euch wird es, glaube ich, eh nicht jucken. Die meisten sind hier wegen Madden. Ja, von daher. Edis wollte dies. 3 Minuten noch, Leute. 3 Punkte Führung für uns. Und das war ein super wichtiges First Down. First and 10, 2 Minuten 40. Wir schicken Neighbors in Motion, aber der hängt so ein bisschen da fest. Das war leider nix. Minus 1 Yard, 2,5 Minuten. Pass auf Kyle Pitts. Kommt an, er fängt den 3. und 6. Und 6 ist alles zu, Digga. Wir rennen selber, oder? Ja, wir passen noch den Ball und das war eine absolute Fehlentscheidung. Das war eine absolute Fehlentscheidung. Da dachte ich, wäre offen, aber hab den Typen gar nicht gesehen, wie er schon angesprintet gekommen ist. Samuel catcht hier den Ball. Aber Leute, wir hätten einfach selber rennen sollen und das Field Goal nehmen sollen. So kann er halt jetzt mit einem Field Goal ausgleichen. Mit einem Touchdown geht er direkt in Führung. Der Drive läuft gut. 1,5 Minuten noch. Kittle wieder. Macht 8 Yards. McLaurin kriegt das First Down. First and 10. Play Action. Wir machen es zu. Sehr gut. Gut gecovert. Dak Prescott drin selber für 5 Yards. So, 2 Down 5. Oh mein Gott, Digga. Da hätten wir auch sein können. Schade. Schade. Schokolade. First and 10 schon wieder. Und das ist ein Touchdown. Das ist ein Touchdown, Leute. Mausen. Wir haben den Ball. 23 Sekunden. Oh. Oh, oh. Das wird jetzt eng. 21 Sekunden, Leute. Oh nein, Digga, der ist picked. Der ist picked. Ich dachte irgendwie, weil das war jetzt echt schon lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich dachte, wir holen das Ding noch. Oh mein Gott, Bruder, das tut weh. 4 Punkte Niederlage, weil wir so dumm diesen Pick geworfen haben, ey. Also nicht jetzt den, sondern den davor, bei dem Drive davor. Da hätte ich niemals den Ball werfen dürfen. Das war einfach hohl. Aber gut, abhaken, weitermachen. Wir sind in der nächsten Woche gegen die Los Angeles Chargers. Ja, neues Spiel, neues Glück, würde ich sagen, oder? Wir werden, oh, direkt mal einen abgeschüttelt beim Return, bringt trotzdem nicht viel. Wir starten an der 19-Yard-Linie. Erstmal einen Lauf mit dem guten alten Bijan Robinson. Und der geht direkt mal richtig weit, Digga. Junge, let's go. Was waren das, 20 Yards oder sowas? Ne, sogar ein bisschen mehr, ey. Starke Sache. 2009. Pass auf Kyle Pitts kommt an und der macht einen Juke und das reicht für einen First Down. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Es geht hier, ja, Desmond Ridder rennt selber. Vielleicht hätten wir da mehr nach links rennen sollen. Dann hätten wir vielleicht auch einen First Down bekommen. Aber trotzdem, 9 Yards nehmen wir mit. Und den verwirft er komplett, Bruder. Das wäre ein Touchdown gewesen. Was macht denn Desmond Ridder, Digga? Das wäre einfach ein Touchdown gewesen. Bijan Robinson rennt aber dafür einfach mal durch, oder wie? Let's go, Junge. Let's go. Bijan Robinson, einfach bester Mann, wirklich. So, so stark, Digga. So. Was geht, was geht, was geht. Okay, gutes Play. Übrigens, ich glaube, die Chargers standen zu dem Zeitpunkt 2-9 oder sowas. Also sie hatten nur 2 Siege oder so. Dementsprechend bin ich da mit der Einstellung reingegangen, ja, wird schon irgendwie klappen. Wobei wir selber auch nicht sonderlich gut stehen. Also wir verlieren auch tatsächlich die meisten Spiele. Das ist schon echt nicht so eine gute Saison für uns tatsächlich. 3. und 3 jetzt, können wir standhalten, Screen oder Bubble Screen Ding, beziehungsweise einfach, ja doch, ist doch so eine Art Bubble Screen. Oh mein Gott, er juckt uns komplett raus. Was zum Geier machen wir denn bitte? Das ist doch die Frage hier. 1. und 10, nächster Lauf über Sanders und der ist einfach, Digga, da ist niemand und der rennt durch für einen Touchdown.
What the hell, denke ich mir da. Wisst ihr, was ich meine? What the hell. Einfach nur. So, mit League Neighbors holt ein paar Yards raus. Jetzt haben wir schon wieder einen 3. und 7. Oh! Ey, nee. Da bin ich auch ausgerastet, weil was ist denn das für ein frecher Scheiß gerade gewesen, Digga? Erstens wäre das eventuell ein Defensive Holding gewesen, bei der Krone der Route quasi, also da, wo er seinen Break gemacht hat. Zweitens, warum ist es, also, das war so dumm verworfen irgendwie, beziehungsweise er hätte den ja auch theoretisch noch catchen können. Wäre ein schwieriger Catch, aber ja, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Schon der zweite kritisch verworfene Ball von Desmond Ridder, wodurch wir hier jetzt leider im Endeffekt punten müssen. Also, sehr bitter gelaufen, aber ich würde sagen, it is what it is, ne? So, wir haben den Ball zurück, Bijan Robinson kommt, Los Angeles Chargers konnten nichts reißen, das gibt wahrscheinlich eine Flagge für ein Holding, oder? Nee, irgendwas anderes war. Weiß nicht genau was. Das hätte ein Pick sein müssen, das hätte ein Pick-Six sein müssen, also da waren wir lucky, Digga. So, Kyle Pitts ist da, catcht den Ball, wir haben 3. und 2. Bijan Robinson kommt und das ist komplett zu, keine Ahnung, was die O-Line macht. 4. und 4, wir müssen den Ball schon wieder punten. Geil! Geil! Das war ein wilder Versuch, den da zu tackeln, Digga, beim Punt-Return. So, Sanders kommt. Boah, Junge, irgendwie habe ich immer noch verstopfte Nasen, ne? Also diese Krankheit, Digga, oder diese Erkältung zieht sich Jahre, Junge, gefühlt. Also, I don't know, Junge. Aber mir geht's eigentlich ganz gut. Gym läuft gut, ich kann es gut durchziehen, von daher. Scheiß drauf, ne? So, 1. und 10 geht hier mies weit bis an die eigene 20. Er ist jetzt also in der Red Zone, rennt raus. Wir sind mit Anderson da und dann findet er noch seinen Receiver hier, beziehungsweise Tight End, und der rennt einfach mal durch und Touchdown. Was ist denn los, Digga? Vom 2-9 Team oder was? Oder 2-11 sogar oder so? Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr genau, wie der stand. Auf jeden Fall nur 2 Siege. Das ist auf jeden Fall sehr nervig. Malik Neighbors macht hier ein starkes Play und der wäre fast weg, Alter. Das war lucky für den Gegner. Der wäre wirklich fast komplett weg gewesen. Übrigens, Malik Neighbors ist jetzt, glaube ich, mittlerweile schon ein 80er Receiver. Also wirklich super, super starke Entwicklung. 3. und 9. Da, oh, X ist offen. Und, Bruder, wo wirft er den Ball hin? Ey, also das ist jetzt der 3. komplett verkackte Wurf von Desmond Ridder in diesem Spiel. Es reicht doch auch irgendwann mal. Diesmal führt es sogar direkt zu einer Interception. Also wirklich sehr, sehr mau. Sehr mau, aber gut. Nächster kurzer Screen auf den Receiver. Der ist aber gut gestoppt. 2. und 7. Der ist wide open. Palm wird aber noch gestoppt. 3 Inches. Wir kommen da noch mies spät reingetackelt. Justin Herbert wird auch gut weggehauen. Holt aber das First Down. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass Harbaugh jetzt zu den Chargers gegangen ist? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Play? Digga, viel zu offen. Okay, der ging ins Nichts. 2. und 10. Run, und der geht wieder viel zu weit, Alter. Mein DB wird aus seinen Schuhen komplett geblockt, Digga. Also wirklich aus dem Leben geblockt. Schöner Catch von Stevenson. Digga, was ist denn los, ey? Also seine Runs waren teilweise komplett OP, Junge. Starkes Play von Kyle Pitts. Sehr schön adjusted, auf ihn gewechselt und dann den Catch gemacht. Aggressive. Sehr, sehr schön. Und das hätte auch ein Pick sein können. Das war double covered. Oh, Blitz kommt durch und wir werden fett gesackt. Es war aber auch nichts offen, glaube ich. 3. und 20. 30 Sekunden noch bis zur Hälfte. Ja. Oh, okay. Kyle Pitts macht hier nochmal ein paar Yards. Nehmen wir mit. 4. und 3, 11 Sekunden, wir gehen natürlich dafür. Wir haben das First Down. Nimm Timeout, 7 Sekunden noch. Komm, wir wollen den Touchdown natürlich haben jetzt. Oh, 2 Sekunden noch, Leute. Wir gehen nochmal dafür. Field Goal bringt nicht viel und wir werden gesackt. Wie geil ist das denn, Digga? Wie mega geil ist das denn, bitte? So, wir sind in der 2. Hälfte. Chargers fangen auch noch mit dem Ball an. 21 zu 7, Bro. Das ist unangenehm. Oh mein Gott, warum geht der schon wieder so weit? Er startet an der 40. Das gibt es doch nicht, Alter. Das gibt es nicht. So, nächstes Play auf Dingsbums. Wie heißt der gute Mann noch gleich?
Mein Gott, jetzt wirklich wie so ein Football-Noob, Digga. Dings, Keenan Allen, Mann. Junge, Junge, Junge. Okay, wow, was passiert hier eigentlich gerade? Wir werden im nächsten Drive hier schon wieder abgezogen von ihm, Digga. Das sind doch Chargers mit 2 Siegen. Wie kann denn das sein? Digga, wie tankt er sich denn da durch? Alter, ey. Und dann auch noch ein Endaround und er nimmt uns komplett auseinander, Digga. Alter, ey. Was zum Teufel passiert denn hier? 28-7. Was war hier los? Ich dachte, er kniet ab. Und dann habe ich gemerkt, Digga, der kniet ja gar nicht ab. Jetzt muss ich hier wegrennen und es gibt ein Safety, weil wir schon aus der Endzone quasi raus waren und dann wieder zurück reingerannt sind und da getackelt wurden. Digga, also dieses Spiel läuft wirklich sowas von komplett schief. 30-7 jetzt. Und er hat wieder den Ball. Toss Play auf Sanders. Das ist gut gestoppt, wenigstens mal nur ein Yard zugelassen. Kann man hier noch irgendwie was rumreißen? Auch das ist gut gestoppt, 3. und 10. Wir brauchen jetzt einen Turnover. Nee, stattdessen gibt es ein fettes First Down wieder auf Keenan Allen, Alter. Junge, Junge, Junge. Also, ey, Digga. Ganz ehrlich, an der Stelle, wenn es nicht in der CF wäre, hätte ich gerage quittet, Digga. Warum ist er auf einmal Superman und tankt alle durch oder weg und rennt da einfach durch, Digga? Also, das ist doch wirklich unglaublich. Sehr faire Aktion von ihm, dass er hier abgekniet hat und dann nur das Field Goal genommen hat, damit er nicht so unnötig quasi noch Touchdowns oben rauf scored. Weiß ich sehr zu schätzen, rechne ich dem hoch an. Aber das war auf jeden Fall, das war wirklich bitter jetzt insgesamt. 3. und 11, R1 ist wide open. Yo, alles klar. Alright, 4. und 11, wir müssen den Ball punten. Chargers haben den Ball. Machen ein paar Yards auf dem Return. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Achso, ja doch, ich weiß es wieder. Als ich das geschnitten habe, dachte ich mir dann so, ja, ganz ehrlich, ich mache jetzt nur noch ein paar Highlights hier rein. Wir wurden so brutal auseinandergenommen. Niemand will sich diese Miserie hier noch angucken, Digga. Deswegen ein paar Highlights. Hier ein schöner Screen, zum Beispiel von Bijan Robinson. Hätte er mehr Energie, wäre er da vielleicht sogar durchgesprintet. 3. und 11, auch ein Highlight vielleicht. Neighbors holt nicht ganz das First Down, 4. und 2. Wir gehen dafür. Bijan Robinson kommt mit dem Lauf und der ist gestoppt. Ja, jetzt habe ich nochmal ein bisschen vorgeskippt, weil es kam viel True Clock und so weiter. Field Goal Versuch von den Chargers ist drinne. Beim 4. und 1. Damit steht es 43-7. 3. und 4 nochmal kurz von uns. Nochmal ein kleiner Pass auf Neighbors. Dachte ich, kann ich nochmal reinschneiden. Und ich glaube, das war's. Ja, Zeit läuft aus. Ja, Leute, wir wurden mies brutal abgezogen. Also wirklich ein bisschen unangenehm, muss ich an der Stelle sagen. Aber GG an den Kollegen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert natürlich gerne, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Euer Eric.